Frischer Fisch macht sich gut auf dem Tisch. Denn Süßwasserfische aus der Region haben im Vergleich zu Hochseefischen, die tiefgefroren einen weiten Weg bis zu uns hatten, eine bessere Energiebilanz. Außerdem erhalten Teichwirtschaften unsere Kulturlandschaft. Mein Name ist Norman und ich zeige dir heute, dass leckerer Fisch nicht immer von der Küste kommen muss. Doch dafür brauche ich als erstes Verstärkung. Ich glaube, hier muss ich richtig sein, denn an der Kappe steht Chef. Hi, ich bin Norman. Hi. Grüß dich, Norman. Wer bist du? Was machst du? Ich bin Gunter Ermisch, ich bin Fischwirtschaftsmeister und Inhaber dieser Firma. Und wir nehmen jetzt gerade die Wasserwerte, Sauerstoff und pH-Wert, und wollen halt schauen, dass die Bedingungen so sind, dass unsere Fische bis zum Herbst gut zurechtkommen. Gunter, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin kein Fischesser. Aber ich lasse mich heute gerne von dir davon überzeugen, warum ich einer werden sollte. Also Fisch ist erstmal gesund. Speziell die Fette, die guten Fette, die essentiellen Fettsäuren sind für das Herz, für, man sagt sogar, Schwangere, die viel Fisch essen, die kriegen besonders gesunde und intelligente Kinder. Ist übrigens auch wissenschaftlich nachgewiesen. Ich habe jetzt hier auf dem Gelände schon den ein oder anderen Fisch gesehen. Gibt es denn auch diesen typischen Sachsenfisch? Ja, na klar. Wir haben in Sachsen fast 9000 Hektar Teiche, und die Hauptfischart auf den Teichen oder in den Teichen sind die Karpfen, und jeder dritte Karpfen in Deutschland kommt aus Sachsen. Also der Karpfen ist eigentlich so unser Sachsenfisch. Dann würde ich vorschlagen, du zeigst mir den mal, oder? Na klar, wir gehen jetzt hoch zur Verarbeitung und dann geht das los. Na dann, komm mit. Herr Gunter, wir sind jetzt hier in deinem Territorium, und in der Fischerei hört man ja viele verschiedene Begrifflichkeiten. Vielleicht kannst du uns kurz mal den Unterschied zwischen Aquakultur, Binnenfischerei und Angelfischerei erklären. Fangen wir vielleicht mit der Angelfischerei an. Das ist also die Aneignung des Fisches über mit einer Handangel. Die Aquakultur, da gehören kurioserweise, viele wissen es gar nicht, gehören die Teiche mit dazu. Und die sogenannte Binnenfischerei, das ist meistens die stille Fischerei, die Fischerei mit Reusen, mit Stellnetzen, mit Zugnetzen, auf den Flüssen, auf den Seen, typisch in Mecklenburg zum Beispiel. In Sachsen gibt es auch etwas Binnenfischerei, aber das ist ein sehr, sehr geringer Teil. Und die Teichwirtschaft hast du schon angesprochen. Wie funktioniert die genau? Und wie kann die dazu beitragen, die Umwelt und auch das Klima zu schützen? Ja, das ist ein ganz großes, umfassendes Thema. Diese Teiche, die geschaffen wurden, die werden natürlich von der Natur, von den Pflanzen, von den Tieren, werden die natürlich, ich nenne es mal, vereinnahmt. Von Frosch über Lorch, von Libelle über verschiedene Enten etc. Die partizipieren von der Bewirtschaftung des Fischers. Und das ist ein ganz hohes Gut, ein ganz wertvoller Schatz. Aber es funktioniert diese Kulturlandschaft eben nur durch den Fischer. Unser neuer Praktikant. Ja, so sehe ich zumindest aus. So, runter. Hier sind die. Wie sagt man? Der Sachsenfisch. Die fangen frischen Fische schon. Genau. Muss man vielleicht noch dazu sagen, wenn der Karpfen aus dem Teich frisch abgefischt wird, so wie der Teich riecht, so kann das Fleisch vom Karpfen sein. Das ist also nichts Gefährliches. Es ist einfach meistens eine Alge oder ein anderer Zersetzungsprozess, wo das Fischfleisch vom Karpfen so diesen leicht muffigen Geschmack hat. Deswegen kommt die noch mal 14 Tage hier ins Quellwasser, und dann sind sie wirklich. Wie fangen wir den jetzt? Mit den bloßen Händen? Oder? Nein, da gibt es schon den sogenannten Kescher, bitte mit E schreiben. So, Vorsicht, jetzt wird es etwas nass. Aha. Deswegen haben wir auch die Schürzen umgebunden. Okay. Da ist schon das Exemplar. Genau, und den werden wir jetzt schlachten. Und dann werde ich dir zeigen, wie wir den ohne Gräten herstellen. Wunderbar. Werden wir jetzt mal zaubern. Ja? So, das Werkzeug liegt schon bereit. Genau. So, das erste, was wir jetzt machen, die Schuppen entfernen. So, dann schneiden wir die Filets. So, jetzt hat man eigentlich ein klassisches Fischfilet. Ja. Und jetzt haben wir. Wenn man hier vorsichtig mit der Hand drüber fährt, merkt man das. Da sind also diese
sogenannten Zwischenmuskelgräten, die jetzt hier speziell in dem oberen Bereich und dann hier. So Gunther, und dann hast du uns gesagt, du kannst mit ein bisschen Zauberei die letzten Gräten aus dem Fischfilet rausholen. Wie machst du das? Genau, so ist es. Also hier ist dieses Zauberwerk. Man sieht schon, die sind ganz akribisch in einem bestimmten Abstand. Ja. Und jetzt müssen wir mal ganz ruhig sein, da hören wir auch, was das Gerät jetzt macht. Ja, okay. Man hat gehört, das hat geknackst. Das hat geknackst. Also wir haben jetzt im Grunde genommen hier, so wie der Abstand von den Rollern ist, haben wir das Filet bis auf die Haut eingeschnitten. Und du kannst ruhig mal, nimm mal einen Finger rum, fahr mal hier drüber, da merkst du, die Gräten sind jetzt nicht weg. Die sind aber jetzt so groß oder so breit wie diese Schneidemesser. Und das heißt, die werden sie beim Essen nicht mehr spüren. So Gunther, wir haben die Schürzen abgelegt. Du hast mich aus dem Praktikantenverhältnis wieder befreit. Jetzt sind wir hier in eurem Hofladen. Sag mal, wer sind deine Kunden? Also wir haben jetzt hier einen Hofladen, der ist 6 Tage die Woche geöffnet. Das ist also Laufkundschaft im Umkreis ungefähr von bis zu 50 Kilometern. Dann haben wir ungefähr 80 bis 90 Gaststätten hier in der Sächsischen Schweiz und in Dresden. Gunther, ich hatte immer das Gefühl, dass Fisch entweder aus dem hohen Norden oder aus südlichen Regionen, also quasi immer vom Meer, kommen muss. Warum kann Sachsen mindestens genauso gut Fisch? Wenn man ein bisschen überlegt, wie so ein Produkt aufwächst, und wenn das vor Ort aufwächst und man dort vor Ort Leute beschäftigt, keine 500 Meter entfernt, der kurze Transportweg, Thema CO2, die ganzen Transporte. Der Karpfen hat natürlich noch eine viel, viel größere und wichtige Aufgabe, was vielleicht gar nicht viele wissen. Ein Karpfen hält in den Teichen das Gleichgewicht. Das heißt also, wenn in einem Karpfenteich keine Karpfen leben, dann wächst ein Karpfenteich zu. Und dann ist dieser Teich, der ja ein Erholungsort, der ein Naturschutzort ist, der Kleinklima erzeugt. Also so ein Teich hat ja ganz ähnlich wie mit dem Wald, der hat ja ganz, ganz viele Funktionen. Und diese Funktionen harmonisieren, funktionieren nur, wenn eben der Karpfen dort drin schwimmt. Ich werde jetzt auch mal, das habe ich am Anfang angekündigt, mal ein Stück Fisch probieren. Okay. Wird vermutlich gut schmecken. Wir haben ihn ja selbst fangen können. Und das ist natürlich nochmal ein ganz wunderbares Beispiel, dass Produkte aus der Region nicht nur gut für die Nähe, zu der wir hier sind, sondern auch für das Klima gut sind. Und auch du kannst dich ganz einfach vor Ort von den Herstellungsbedingungen überzeugen oder du informierst dich über regionale Anbieter und Produkte online auf regionales.sachsen.de. Wir danken dir für den tollen Tag, wir danken euch fürs Reinklicken und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Norman.